That's your sign. Ich bin so ready für Pilates. Leute, ich bin so pretty, ich bin so obsessed mit diesem Set. Ich finde es immer so schwierig, für Pilates Geschenke zu besorgen. Ich musste so lachen einfach die ganze Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. Ich muss noch ein paar Pakete wegbringen und wollte noch einen Termin beim Friseur machen. Ich freue mich sehr. Eigentlich säße ich jetzt gerade in der Uni und hätte mein erstes Bachelor-Seminar. Aber wir haben heute Morgen eine E-Mail bekommen, dass es leider ausfällt, weil der Dozent krank geworden ist. Das ist voll schade, weil ich habe mich wirklich voll gefreut und ich dachte, ich kriege ein paar Antworten auf meine Fragen, die ich habe. Also halt, wann da die Abgabe ist und wie und was, einfach so. Und das ist jetzt halt erst in 2 Wochen wieder. Bisschen ärgerlich, aber gut, muss ich mich gleich noch ein bisschen dran setzen. Wir haben jetzt keine Hausaufgabe bekommen, aber ich muss ja generell, ich habe noch gar kein Thema gefunden. Also ich habe eine grobe Idee, aber einfach mal gucken, ob es dazu genug Literatur gibt generell. Jetzt gehe ich erstmal aufs Haus. Ich habe jetzt heute irgendwie den ganzen Tag gar nichts zu tun. Ich habe nur heute Abend Unisport. Fängt ja auch jetzt wieder an, dadurch, dass das Semester jetzt begonnen hat. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich sage, dass ich jetzt im 6. Semester bin. Das ist für mich so unvorstellbar. Und dadurch, dass ich ja nicht mal weiß, ob ich überhaupt noch einen Master mache oder nicht, ist das möglicherweise das letzte Semester, in dem ich Studentin bin, was einfach so crazy ist. Ja, naja. Ich bringe jetzt auf jeden Fall meine Pakete weg und mache einen kleinen Hot Girl Walk. Bisschen bewegen. Ich habe irgendwie den ganzen Vormittag nur hier zu Hause gechillt und es hat irgendwie so lange gedauert, bis ich mich mal endlich aufraffen konnte, um rauszugehen. So, es ist jetzt schon was her, dass ich wieder aus der Stadt wiedergekommen bin. Ich habe mir gerade einen Snackteller gemacht. Ich wollte irgendwie noch Hunger bekommen. Ich hatte nämlich Mittag gegessen, bevor ich in die Stadt gegangen bin. Und habe jetzt weiter Pakete eingepackt für meine Vintage-Sachen. Ich muss sagen, es läuft richtig gut. Ich habe gar nicht gedacht, dass doch so viele Leute was kaufen. Und jetzt verstehe ich auch dieses ganze Vintage-System und so, weil ich habe mich damit irgendwie noch nie so auseinandergesetzt, weil ich noch nie was darüber verkauft habe. Und ich war am Anfang ein bisschen überfordert, dass auf einmal Leute direkt Sachen gekauft haben, ohne dass ich gesagt habe, so okay. Ich habe das nicht gecheckt, dass es über dieses System so geht. Und ich denke, dass ich mich jetzt mal an meinen Laptop setze und ein bisschen, ja, mich an meine Bachelorarbeit, ja, reinfuchse. Mal gucke, was es so für Literatur gibt, ob es zu dem Thema, was ich grob habe, überhaupt genügend Literatur gibt. So, Friends, ich habe mich jetzt gerade ready gemacht. Ich habe jetzt endlich wieder Turnen. Ich freue mich so. Ich habe mich wieder für genau den gleichen Kurs angemeldet wie letztes Semester, beziehungsweise für die 2. Ich mache mal Dienstag und Donnerstag Turnen. Ich freue mich voll. Vor allem, wir haben uns da so abgesprochen mit den Leuten, die ich da so letztes Semester kennengelernt habe. Und jetzt sind wir, glaube ich, alle wieder Dienstagabend in dem. Ich freue mich voll. Ja, habe mich jetzt umgezogen. Das urteile ich auch so lange nicht mehr an. Ist von Björn Borg, genauso wie die Hose. Jetzt muss ich los. Ich freue mich. Ich bin wieder zurück vom Turnen. Und es war richtig gut. Ich habe mich voll gefreut, wieder zu gehen. Ich habe mich leider, ich hatte ja mal erzählt, dass ich einen Muskelfaserriss mir im letzten Semester beim Turnen geholt habe. Und ich habe es heute wieder ein bisschen gespürt. Oh, es ist echt nicht cool. Deswegen, ich muss echt aufpassen. Ich sitze jetzt hier gerade und habe mir noch Salat gemacht zum Abendessen. Und ich weiß nicht wieso, ich schaue mir einfach gerade ein altes Video von mir an. Und let me tell you, es ist so komisch, alte Videos von mir zu gucken. Ich kann das einfach nicht. Ich habe kein Problem, meine jetzigen Vlogs zu schneiden. Und ich gucke sie mir ja auch mindestens 3-mal, bevor ich sie hochlade. Also manchmal 3-mal, manchmal 1-mal, manchmal 5-mal schaue ich sie mir an. Und da habe ich kein Problem, mich zu sehen, zu hören. Aber so alte Vlogs oder so, oh, ich finde das ganz unangenehm. Also nicht, dass ich die jetzt löschen will, so überhaupt nicht. Aber ich finde es schon echt witzig, die anzugucken. Funny, wirklich funny. Morning, Friends. Wir haben jetzt Mittwoch. Ich bin den Tag gestartet. Ich freue mich, weil ich habe wieder ein Paket bekommen. Und Leute, es ist endlich soweit. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Es gibt neue Sportklamotten. Und ich freue mich sehr. So, ich habe jetzt Frühstück gemacht. Das sind meine beiden Reiswaffeln mit Avocado und Spiegelei. Ein bisschen von dem Topping von Just Spices. Ein paar Blaubeeren und ich habe mir einen Tee gemacht, einen Kamillentee diesmal, weil ich ein bisschen angeschlagen bin seit Anfang der Woche, also ich habe ein bisschen Halsschmerzen und meine 3 Kapseln vom Brain Effect. Ich
Ich habe gerade mal ein paar von meinen Sneakern wieder sauber gemacht. Es wurde echt wieder Zeit. Ja, meine Lieblingsschuhe, ich glaube, die sind einfach jetzt so durch. Die von Axel Arigato. Die habe ich nicht mehr wirklich sauber bekommen. Ich brauche echt neue oder ich wollte mir echt mal neue holen. Oh, ich liebe die einfach, das ist mein Lieblings. Und ich mache das ganz einfach mit Nagellackentferner und Wattepads. Also es geht super einfach, wenn man jetzt nicht diese speziellen Putzmittel oder so hat. That's your sign, mal wieder eure Sneaker sauber zu machen. So, es ist jetzt schon ein bisschen später, aber ich wollte euch mal eben zeigen, was ich für neue Sportsachen bekommen habe von Björn Borg. Denn wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich bin fast komplett von meinen Sportsachen ausgestattet von Björn Borg. Ich persönlich liebe diese Marke. Seitdem ich wirklich das erste Mal eine Kooperation mit denen hatte, das ist jetzt auch bestimmt, glaube ich, schon meine dritte Kooperation mit denen. Und ich freue mich wirklich jedes Mal so sehr, dass ich ja noch ein weiteres Mal mit denen kooperieren darf, weil ich die Sportsachen einfach so sehr liebe und auch voll viel in meiner Freizeit trage. Apropos Freizeit, da passt auf jeden Fall nämlich dieses Set zu. Ich zeige euch das mal. Man sieht es, ist gelb. So sieht nämlich das Set aus. Und ich finde es so schön. Vor allem ist es richtig gemütlich. Es hat hier an der Seite auch so ein Schild und hier Björn Borg. Vor allem ist es so weich und man kann das hier auch enger machen oder weiter. Je nachdem, wie man es halt mag. Und ich sehe mich in diesem Outfit komplett im Frühling, wenn es schon so Richtung Sommer geht und es warm ist. Nicht einfach nur hier zu Hause chillen, sondern einfach mit so cuten Sneakern oder so. Sehe ich das auf jeden Fall auch draußen. Das ist das eine Set. Und Leute, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsset. Und dann habe ich noch ein weiteres Set und ich freue mich so sehr, euch das jetzt zu zeigen. Es kommt auch gerade vollgelegen, weil ich gehe nämlich am Samstag zum allerersten Mal zum Pilates. Und das ist so ein Pilates-Outfit und ich freue mich gerade richtig, weil ich echt noch die ganze Zeit nicht sicher war, was ich anziehen soll. Ich zeige es euch mal eben. Okay, Leute, das ist das zweite Set und ich bin so obsessed damit. Es ist erstmal, wie schön ist bitte diese Farbe? Wow! So sieht es von hinten aus. Boah, ich freue mich so. Ich werde das auf jeden Fall anziehen. Und generell finde ich, machen die Leggings so, 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 so eine schöne Figur. Und die sind wirklich so bequem. Weil ich bin auch mit der Qualität von Björn Borg sowieso mega zufrieden. Ich mag diese Sachen selber mega oft zum Sport. Und jetzt kommt noch dieses Oberteil darüber. Ich wollte immer so eins haben, weil das erinnert mich wirklich so an, weiß nicht, einfach Pilates. Ich freue mich so sehr, das anzuziehen. Also, das ist das Oberteil. Und ich finde, das passt auch mit dem BH darunter perfekt. Und dann habe ich dazu noch den passenden Sport-BH. Der ist nicht ganz so freizügig wie der. Also, der ist ja relativ knapp. Aber ich finde, die Hose, die geht sogar über den Bauchnabel. Also, ich finde die schon sehr, also das High-Waist mag ich persönlich selber sehr gerne. So sieht jetzt der andere Sport-BH aus und der verdeckt halt nochmal ein bisschen mehr. Den habe ich auch in, ich glaube, 3 verschiedenen Farben. Finde ich super bequem. Matcht auch zu diesem Outfit. Hinten ist er auch total lang. Leute, ich bin so pretty. Ich bin so obsessed mit diesem Set. Ey, wirklich, ich glaube, das ist wirklich mein neues Lieblingsset. Ich habe zwar auch super viele farbenfrohe Sachen, aber das finde ich gerade so, so wunderschön. Ich habe dann auch noch Sportunterwäsche bekommen. Die habe ich mir aber auch aufgesucht. Finde ich auch immer super praktisch, weil ich schon immer darauf achte, dass wenn ich zum Sport gehe, ja, eine Unterhose drunter ziehe, die man jetzt nicht so komplett durchsieht. Und da finde ich die besonders geeignet dafür auch. Die habe ich einmal in schwarz und in weiß. Also falls ihr gerade auf der Suche seid nach neuen Sportsachen oder generell mal die Sachen von Björn Borg ausprobieren wollt, kann ich euch die wirklich sehr empfehlen. Die haben so viele schöne Sets. Mein persönlicher Favorite sind generell immer die Sets. Also ich mag es super gerne, einfach so matchy ins Gym zu gehen. Und ich finde, weiß nicht, wenn man ein cutes Outfit hat, dann macht das Workout doppelt viel Spaß. Ich habe natürlich auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar bekommt ihr mit Sabrina20 20% bei Björn Borg. Und wenn ihr über meinen Link shoppt, bekommt ihr sogar noch gratis Worldwide Shipping. Also nutzt das aus. Ich werde euch auf jeden Fall unten meine Teile verlinken, die ich habe. Und besonders auch dieses Sportset. Falls ihr das auch nachkaufen wollt, macht das gerne und spart mit meinem Code sogar noch 20%. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich bringe jetzt eben schnell Pakete noch weg, die... Ich habe nämlich jetzt nochmal welche bei, ich wollte gerade ASOS sagen, bei Vinted verkauft. Wieder in meiner Tasche drin. Und dann habe ich noch einen Termin beim Arzt. Und danach treffe ich mich mit einer Freundin in der Stadt, weil ich bin ihre Beratung für eine neue Sonnenbrille. Ich habe ihr gesagt, dass sie einfach zusammen da hingehen können. Dann ist das nicht immer so awkward in so Geschäften. Vor allem, wenn man da nichts kaufen will, sondern erstmal guckt. Ach, ich mag das gar nicht, wenn Leute dann die ganze Zeit so, kann ich ihnen helfen? Und brauchen sie irgendwas? Oder wenn die einen die ganze Zeit so angucken. Deswegen habe ich gesagt, so, ich komme einfach mit und wir gucken heute Abend dann Bachelor zusammen. Oder die Bachelors. Ich habe es eigentlich gar nicht geguckt, weil ich
ich war ja so im Prüfungsstress und hatte dann einfach gar keine Zeit dafür. Und dachte so, ja, ich gucke das immer nach. Und dachte ich mir so, oh nee, ich gucke jetzt nicht nach. Aber als jetzt meine Freundin letztens da war, haben wir das halt zusammen geguckt. Und irgendwie seitdem bin ich drin. Es sind zwar jetzt schon die Dream Dates, aber egal. Ich finde es irgendwie funny, das trotzdem jetzt zu gucken. Ja, so. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich habe jetzt auch nichts Besonderes an. Kannst du euch mal kurz zeigen. Der Pulli, der ist von Brandy. Meine Hose von Weekday. That's it. Und Leute, ich muss eigentlich heute Haare waschen. Kennt ihr diesen Struggle mit dem Haarwaschtag, dass er sich dann so verschiebt? Ich bin jetzt Skifahren, da muss ich genau überlegen, okay, da möchte ich meine Haare nicht waschen, also wasche ich sie noch hier zu Hause. Aber ja, ich muss euch gar nicht erklären, ihr wisst den Struggle, deswegen wasche ich sie morgen. Aber wenn man dann irgendwie so Kleber die letzten Tage reintut, dann will ich das einfach nur noch waschen. So, ich bin wieder zu Hause. Ich bin jetzt gar nicht mehr so gemeldet, aber ich war ja, wie gesagt, noch mit meiner Freundin und haben uns spontan Sushi geholt bei unserem Lieblings-Sushi-Laden und haben den zu Hause gegessen und Brownies gemacht. So richtiger Quality-Abend. Jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen. Ich habe ein sehr cooles Paket bekommen, auf das ich die ganze Zeit schon warte. Ich weiß schon, was drin ist. Oh mein Gott. Oh, wow, 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 okay. Cool. Von Red Bull. Oh mein Gott. Wie cool ist das bitte? Feier ich die Verpackung 10 von 10. Ich glaube, ich habe es trotzdem falsch rum aufgemacht. Boah, nice. Ich wollte es die ganze Zeit schon probieren und ich bin sehr gespannt. Es ist obviously jetzt ein bisschen zu spät, aber ich werde das morgen auf jeden Fall trinken. Und wie cool ist das bitte? Ich habe einfach ein pinkes, wie nennt man das? Wie kann ich denn jetzt nicht wissen, wie das heißt? Ein pinkes Yogi. Nein, wie heißt das? Leute, mir fällt nicht ein. Oh, diese Verpackung, wie schön ist die bitte? Ich gehe jetzt schlafen gleich, weil ich bin echt müde. Morgen, nicht relativ früh raus, aber ich habe morgen Turnen. See you tomorrow. Guten Morgen. Wir haben jetzt Donnerstag. Ich mache mich gerade ready, um zum Sport zu gehen. Ich habe dieses Jahr wieder genau die gleichen Turnkurse wie letztes Jahr. Und der eine ist halt donnerstags Vormittag halt in so einer nicen Halle. Da ist auch so eine Schnitzelgrube und so. Deswegen wollte ich da unbedingt auch hingehen. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, tagsüber was zu haben. Weil jetzt, wie gesagt, heute halt auch keine Uni habe. Oder beziehungsweise generell donnerstags keine Uni habe. Ich versuche ganz viel zu trinken immer noch. Leute, vergisst nicht zu trinken. Wirklich, das ist echt so wichtig. Mein Sportoutfit noch zeigen. Das Rotter ist auch von Björn Borg. Das hat hinten so eine Lappe. Ich glaube, das ist so ein Tennis-Shirt, aber ich ziehe es auch mal zum Turnen an. Und dann so eine kurze Hose. Ich freue mich irgendwie so, weil, keine Ahnung, ich muss zwar jetzt ein bisschen aufpassen heute wegen meiner Verletzung. Das ist so nervig, wirklich. Ich war nie verletzt, wirklich. Ich habe mich nie verletzt. Und jetzt auf einmal, seitdem ich diesen Muskelfaserriss habe. Schauen wir mal, wie es heute wird. Ein bisschen Pop of Color hier in meinem Outfit. Reinbringen. Die Leggings, die ich anhabe, ist auch von Björn Borg. Ich liebe deren Leggings. Ich finde, die machen so eine gute Figur. So sieht die aus. Die hat hier oben so ein Gripped. Und ich liebe die. Ich finde die so, so bequem. Irgendeinen Pulli schmeiße ich mir jetzt noch drüber. Ganz wichtig, meine Schlappen für die Halle. Die jetzt auch was vergessen. Und ich muss noch meine Trinkflasche holen. Letzte Final Look. Okay. Später. Ich bin wieder zurück vom Training. Es war natürlich mal wieder sehr nice. Jetzt habe ich noch was gegessen, ein bisschen YouTube geschaut und muss jetzt duschen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit noch überlegen, eine Kooperation abzufilmen. Aber das Wetter ist gerade irgendwie so dunkel hier in meinem Zimmer. Es sieht jetzt irgendwie auch nicht aus, als ob es morgen besser wird. Aber das Problem ist, ich muss die einschicken. That's the struggle. The struggle is real. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt weiß ich nicht. Ich muss jetzt Haare waschen heute endlich. Das eine hat es nicht mit dem anderen zu tun, aber... Ich habe jetzt heute so an sich nichts mehr zu tun. Ich muss ja, wie gesagt, noch zwei Kooperationen abfilmen, die schneiden, damit ich die einschicken kann. Mir mal ein paar Gedanken machen. Mein Papa hat heute Geburtstag. Ich bin auch schon angerufen, aber ich habe ihm noch einen Brief geschickt. Aber ich habe einfach noch kein Geschenk und ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, bis ich nach Hause gehe. Aber eigentlich habe ich nur noch bis Sonntag Zeit, weil dann fahre ich schon in Urlaub. Wenn ich wiederkomme, sind die Geschäfte nicht mehr offen. Jetzt weiß ich einfach nicht. Ich finde das immer so schwierig, für Väter Geschenke zu besorgen, weil er hat alles... Er würde sich was selber kaufen, wenn er irgendwie irgendwas krass Dringendes braucht. Ich finde das immer so schwer, wisst ihr? Ich finde das echt super schwer, vor allem für Väter. Ich habe gerade irgendwie keine Lust. Ich muss duschen gehen, aber irgendwie habe ich echt gerade keinen Bock. Also doch, aber ich bin irgendwie zu faul. Mhm.
Okay, ich gehe jetzt duschen. So, ich bin jetzt aus der Dusche gekommen, habe meine Haare gewaschen. Lass die Haare dann immer noch so eine halbe Stunde im Handtuch antrocknen, dass das beim Föhn nicht so ewig lang dauert. Ich habe mich jetzt nochmal in mein Cozy Fit von Björn Borg geworfen. Ich liebe es, vor allem es ist so weich von innen. Ich habe in der Hose die Größe S und in dem Pulli die Größe L sogar, weil ich wollte, dass er so ein bisschen oversized sitzt. Ich mag irgendwie diesen Look sehr gerne. Und ich finde auch gar nicht, dass er jetzt zu groß wirkt. Ich finde es einfach so chillig und gemütlich. Das wird, glaube ich, echt eins meiner Lieblingsset auch so zum Chillen. Ich habe jetzt hier von dem Red Bull ein Foto gemacht und will das jetzt in meiner Story posten. Und das mache ich jetzt. Boah, dieses Pink ist so nice. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hatte einfach mal genau in diesem Pink eine Kamera. Meine erste so Digitalkamera. Baut jetzt ein bisschen die Story und lade die dann hoch. Leute, ich sitze so gerne in diesem Stuhl hier. Wirklich, ich finde ihn so bequem. Ich muss eigentlich schon längst meine Hand vom Kopf nehmen, aber ich habe irgendwie seit Ewigkeiten meine Schwester nicht mehr angerufen. Ich sollte das mal machen. Sie meldet sich. Meldet sich irgendwie gerade auch nicht, aber ich glaube, die hat ein bisschen Stress bei der Arbeit. Sie wollte ich sowieso auch noch wegen dem Geschenk von meinem Papa fragen. Hallo, du meldest dich ja auch nicht, ja? Ich weiß jetzt auch mal noch anrufen. Ja, ich glaube. Auf mein Snap hast du auch nicht geantwortet. Welcher? Was du dem Papa schenkst? Keine Ahnung. Meine Skisachen mal rausgeholt und probiert, ob alles passt. Und einfach geguckt schon mal lange, was ich mitnehme, weil ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Zeit zu packen. Ich bin nämlich jetzt heute Morgen noch arbeiten jeweils. Deswegen, ja, habe ich jetzt heute wirklich nicht so viel gemacht. Noch ein bisschen ein Video geschnitten in der Kooperation. Ich mache mich jetzt auch auf den Weg zur Arbeit. Deswegen passiert jetzt bei mir heute auch nicht mehr viel Spannendes. Meine Erkältung ist leider ein bisschen schlimmer geworden. Es ist jetzt auch Schnupfen dabei. Ich kann es gerade gar nicht gebrauchen. Aber dann kann man schon eine Erkältung gebrauchen. Richtig? Gar nicht. Ich war jetzt echt so lang gesund. Ich dachte echt so, boah, mein Immunsystem ist echt strong momentan, weil es ja super viele gerade krank sind. Ich dachte so, ich stehe da durch, aber ich glaube, irgendwo habe ich mir irgendwas eingefangen. Hallo, ich dachte, ich melde mich nochmal bei euch. Irgendwie ein bisschen vergessen, noch mit zu filmen. Es ist sowieso nichts Spannendes passiert. Wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, habe ich meine Pilates-Sachen an. Und es geht jetzt gleich zum Pilates. Leute, ich freue mich so sehr. Boah, wir haben so lange gewartet, bis wir dann einen Termin bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wir wollten das eigentlich schon längst im Februar machen. Also ich gehe mit meiner besten Freundin dahin. Und es war aber einfach kein Termin frei. Und wir haben jetzt für März erst einen bekommen. Im Februar. Das war echt richtig heftig. Wir gehen in so ein richtig schönes Studio hier in Wien. Das heißt June. Wir wollten auch extra noch zu einer hellen Tageszeit gehen, weil das Studio ist wirklich richtig schön. Ich bin voll gespannt, auch wie anstrengend es wird. Oder ja, generell einfach das mal auszuprobieren. Ich sehe ja so viele Videos überall auf TikTok und Instagram. Das ist ein richtiger Hype irgendwie geworden. Und diesem Hype musste ich jetzt folgen. Oder Trend oder keine Ahnung. Aber ja, wenn es mir gefällt, dann habe ich schon überlegt, dass ich mir sonst irgendwie so eine Karte oder so zum Geburtstag wünsche, wo man dann irgendwie mehrfach gehen kann. Weil das ist wirklich ein echt teures Hobby. Also es ist wirklich sehr expensive. Ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht bei anderen Studios umgeguckt, aber es ist nicht günstig. Und wenn man gefühlt immer so einen Monat davor die Termine ausmachen muss, ja, bin ich mal gespannt. Ich zeige euch jetzt aber nochmal mein wunderschönes Set, weil ich es so toll finde. Und dann packe ich meine Tasche und es geht los. Ach, Leute, wie schön ist dieses Outfit. Ich bin richtig verliebt. Ich muss auch gleich noch irgendwelche Socken da kaufen. Also ich wollte auch diese Pilates-Socken, weil man braucht ja so welche, die so mit Gummi unten drunter sind. Und ich habe jetzt solche nicht, außer so quietschgelbe von so einem Trampolinpark. Die passen jetzt nicht so ganz zum Outfit. Die verkaufen da auch welche, habe ich gesehen letztens, als ich da vorbeigegangen bin. So, es ist jetzt schon ein bisschen später. Pilates ist längst vorbei. Aber es war echt richtig nice. Es war voll cool und einfach auch so ungewohnt, einfach mal so ganz andere Übungen zu machen. Es hat echt Spaß gemacht. Es war so krass, weil ich war irgendwann so, also es war sehr beinlastig, fand ich. Also mehr so Unterkörper als Oberkörper. Und wirklich, als sie diese Übungen gemacht haben, meine Beine haben so gezittert. Das hatte ich noch nie. Wirklich, ich musste so lachen einfach die ganze Zeit. Ich war so, boah, das kann doch nicht sein. Das war so witzig. Das war echt heftig. Also, aber ich werde das auf
auf jeden Fall nochmal machen. Also es hat so viel Spaß gemacht, hat meine Freundin auch gesagt. Ja, jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe die letzten 2 Stunden damit verbracht, meinen Koffer zu packen, mein Video final zu schauen. Ich war duschen, ich habe was gegessen, ich war einfach nur so fertig. Ich gehe echt früh schlafen jetzt, weil ich muss meinen Wecker um 5 Uhr stellen, wenn mein um 20 nach 6 mein Zug fährt. Es wird hardcore fallen. Wir gerade ein bisschen auf Schlafentzug. Deswegen gehe ich jetzt früh schlafen heute. Deswegen würde ich an der Stelle auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen.